Helene Weigel galt als hart und genau. Im Porträt von Rudolf Schlichter ist sie schlank und sehnig und im handgewebten Leinenkleid dargestellt. Im Hintergrund Brechts Bühnenbild zu seinem Stück Mann ist Mann. In der Helene Weigel als Kantinenbesitzerin vorkommt und in der sie spricht, dass Menschen wie Autos ummontiert werden. Das heißt, gar keinen inneren Kern haben, der besonders ist, sondern dass Menschen eigentlich wie Maschinen funktionieren. Und so sieht man, das Thema Auto und das Thema Liebe und das Thema Mensch zieht sich durch diese zwei Bilder. Weil der Hintergrund in Bertolt Brechts Porträt einen britischen Daimler Cabrio darstellt, den sich Brecht für 1500 Reichsmark gekauft hatte, sich gar nicht leisten konnte und zum Leid seiner Frau Marianne seiner geliebten Helene Weigel überschrieb. Also es ist in der Tat eine Sensation, dass wir jetzt Helene Weigel und Bertolt Brecht, gemalt von Rudolf Schlichter, hier in München haben. Es war schon lange unser Wunsch, dieses Paar, was es ja auch war, hier bei uns in München zu zeigen. Und dank der Werner von Siemens Gunst Stiftung ist es gelungen, auf einer Aktion das Bild anzukaufen, sodass wir im Bereich der neuen Sachlichkeit nun wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen sind. I'm a Believer heißt es 2018, wenn es im Lehmbachhaus ab März um Popart und Gegenwartskunst gehen soll. Mit der Popart ist das Museum populär geworden, nicht nur die Kunst. Und das Tolle an der Popart ist auch, dass man unterhaltsam Kapitalismuskritik machen kann. Imogdi heißt dieses Werk von Stefan Dillemuth, der in München und Bad Wiessee lebt. Und er hat in den 80er Jahren Bilder von Postkartenmotiven aus Bayern gemalt. Zum Beispiel dieses eine Bild Imogdi. Oder er hat eine Serie gemalt von den Schönheiten, die in Nymphenburg im Schloss zu sehen sind. Unter dem Titel Rester Noten White Circle sollen ab Mai Neoninstallationen elektronische Musik in Szene setzen. Um raumgreifende Lichtinstallation geht es kurz darauf auch bei Dan Flavin. Fantastisch! Alfred Kubin und der Blaue Reiter sollen ab Juli für Aufsehen im Lehmbachhaus sorgen. Eine Sache ist ganz interessant. Im Blauen Reiter gibt es eigentlich keine Künstlerin oder keinen Künstler, der sich mit den Abgründen der Sexualität und der Erotik beschäftigt. Kubin macht das in ganz fantastischen Bildern. Und Kubin beschäftigt sich aber auch sozusagen mit den utopischen Gedankenwelten der Religionen aus außereuropäischen Kulturen, zum Beispiel dem Buddhismus. Und das wird auch eine wichtige Fragestellung in dieser Ausstellung sein. Ab Oktober im Programm Abstraktes und Spirituelles bei Weltempfänger. Georgiana Houghton, Hilma F. Klint und Emma Kunz geben unabhängig voneinander Einblicke in eine weitgehend unbekannte Episode der Moderne.